So, herzlich willkommen zur zweiten Übung Softwaretechnik 1. Heute mal nicht mit Sebastian und mir, sondern mit Martin und mir. Fast idealer Ersatz, aber werden wir sehen, wie das nachher läuft. Wir fangen wieder wie letztes Mal mit einer kleinen Softwarepanne an. Diesmal nicht mit Zügen, sondern eher im Gefängnisumgebung. Worum geht's jetzt hier? Naja, die Softwarepanne ist betitelt mit "Wenn sich Anforderungen ändern". Gut. Es geht um das Gefangenenverwaltungssystem des Washington State Department of Corrections. Die haben nämlich die Entlassungszeit der Häftlinge mit einem Software-System bestimmt. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Es gibt eine Regelung, die da ein bisschen ja, interessanter ist. Nämlich es gibt sogenannte Haftzeitverkürzungen, die die Häftlinge erhalten können, dadurch, dass sie gute Führung zeigen. Also zum Beispiel an irgendwelchen Weiterbildungs- ja, Sachen teilnehmen oder sich gut verhalten, sonstige Dinge. Gut, und bis 2002 galt dieses gut gezeigte Verhalten oder diese gute Führung nur für die Zeit, die die Häftlinge in Staatsgefängnissen verbracht haben und nicht in der Zeit, die sie in County-Gefängnissen waren. Naja, das hat der Supreme Court in den USA dann als nicht rechtens angesehen, weil es ja trotzdem Gefängniszeit war und wenn sie gute Führung auch in den County-Gefängnissen gezeigt haben, sollte dies auch auf ihre Haftzeit ja, angerechnet werden. Das heißt, man musste das System umstellen. Das heißt, die Anforderungen haben sich an dieser Stelle geändert. Es war eine Softwareanpassung nötig, welche dann auch 2002 durchgeführt wurde. Soweit, so gut. Das Problem, was jetzt dort aufgetreten war, ist, dass Haftstrafen, die eine gewisse Extrazeit ja, obendrauf gerechnet bekommen, wegen besonderer Härte der Straftat, die dort für, ja, verübt wurde, diese Extrazeit sollte nicht anteilig verkürzt werden mit der guten Führung. Dies ließ aber die jetzt nun neu eingeführte Softwareanpassung außer Acht. Das heißt, die Zeit, die dort berechnet wurde, die Haftzeit, war nicht mehr richtig oder nicht mehr so korrekt, wie sie es vorher war. Oder nicht, überhaupt nicht mehr korrekt in dem Fall. Gut, welche Haftstrafen sind dies wohl gewesen? Naja, Sachen, die extra Zeit benötigen oder extra Zeit als Straftat obendrauf gerechnet bekommen, sind meistens nicht ganz so ungefährliche Sachen, zum Beispiel Schusswaffengebrauch, sexueller Missbrauch oder andere Benutzung von tödlichen Waffen. Naja, was glauben Sie denn, wann fiel dieser Fehler auf? 2002 wurde diese Anpassung gemacht. 2006, das wären, naja, dann immerhin auch mal 4 Jahre. Nee, ist schlimmer. Da oben. Letztes Jahr, na, nicht ganz, wir sind mittlerweile ja doch schon 2018, aber ja, 2012 ist das Ganze aufgefallen. Aber auch nur dadurch, dass eine Familie eines Opfers festgestellt hat, oh, der Täter ist auf einmal schon freigelassen worden, so ein Jahr früher zum Beispiel. Fanden die nicht ganz so witzig. Das heißt, das Department of Corrections hat in Auftrag gegeben, diesen Fehler natürlich zu beheben. Naja, wie passiert das so in staatlichen Software- oder IT-Abteilung? Naja, da werden erstmal die Probleme gesammelt und in irgendeine Warteschlange gesteckt und diese priorisiert. Aus unerklärlichem Grund war aber diese Priorisierung nicht sonderlich hoch, obwohl die zuständige Verantwortliche meinte, er hätte da gesagt, as soon as possible. Irgendwie hat das nicht ganz funktioniert. Naja, gut, dann hat 2015 die Seattle Times nochmal recherchiert, ob sich denn da was geändert hätte. Und der ganze Skandal ist aufgeflogen. Denn bis dahin war wiederum nichts passiert. Also weitere 3 Jahre. Ja, weitere 3 Jahre. Das heißt, insgesamt 13 Jahre lang lief dieses System und Gefangene wurden zu früh entlassen. Dies betraf 3.200 Gefangene, die durchschnittlich 55 Tage früher entlassen wurden. Naja, durchschnittlich bedeutet, dass auch noch ein paar deutlich früher entlassen wurden. Das Maximum war 600 Tage früher. Fast 2 Jahre oder mehr als 2 Jahre, ja, nicht ganz. Genau. Es ist vielleicht nicht ganz, wie das Ganze hätte laufen sollen. Hat jemand eine Idee, wie man das hätte verhindern können? Also den Fehler erst gar nicht machen, wäre natürlich eine Variante, aber wie hätte man feststellen können, dass dort eine nach dem Änderung der Anforderungen nicht mehr das System nicht mehr das getan hat, was es hätte tun sollen?
Das ist genau der Punkt. Also, Ihr Kommilitone hat gefragt, ob Tests gemacht wurden. Naja, offensichtlich wurden keine Regressionstests gemacht. Es wurde nicht getestet, ob dieses System das noch getan hat, was es eigentlich tun sollte. Und das sollten Sie sich im Hinterkopf halten, wenn Sie irgendwelche Anpassungen an System machen und sich die Anforderungen ändern. Man sollte immer überprüfen, ob noch die Anforderungen, die vorher schon gegeben waren, auch noch erfüllt sind. Genau. Und jetzt macht Martin weiter. Dankeschön. Moment, ich gebe dir Und noch die was lernt man Folien. noch daraus? Wenn Sie ein Verbrechen größerer Art verüben wollen, tun Sie sich im Land mit schlechter Softwareentwickler, kommen Sie früher wieder Meinst du die raus. USA? Ja. Na gut, jetzt haben Sie es ja behoben. Jetzt sind ja bestimmt gar keine Fehler mehr drin. Gut, ich steige jetzt einfach mal gleich mit der ersten Aufgabe ein. Hier am Übungsblatt Nummer 2. Sie sollten da ein Lastenheft erstellen. Sie haben dazu in der Vorlesung so ein Schema kennengelernt, das Sie verwenden sollten. Da mussten Sie dann irgendwie so Dinge wie funktionale Anforderungen, nicht funktionale Anforderungen oder Produktdaten erheben, die dann gesammelt reinschreiben. Jetzt haben wir Ihnen hier so einen Text gegeben, so ein bisschen aus Sicht von der Firma, was Sie jetzt gern für Ihre neue Software haben wollen. Und ein erster Schritt, wie Sie an diese Aufgabenstellung herangehen könnten, wäre zum Beispiel, Sie schauen sich einfach an, was sind denn die nicht funktionalen Anforderungen? Das sind dann beispielsweise die gelben hier. Nur eine im Text. Was sind die funktionalen Anforderungen? Hier in Rot dargestellt. Und was haben wir noch? Welche Daten fallen hier an? Das haben wir in Blau dargestellt. Ich hoffe, Sie können es halbwegs lesen. Ansonsten, wenn Sie sich die PowerPoint-Datei dann runterladen, können Sie es in Ruhe nochmal anschauen. Also was wir hier beispielsweise haben, es gibt sowas wie irgendwelche Archivbilder, Vorschaubilder, gibt Bilder mit Wasserzeichen. Dann ist da unten noch irgendwie von einer Auflösung, in verschiedenen Auflösungen. Die Bilder, die Rede. Nicht funktional haben wir hier nur eins. Nicht länger als 5 Sekunden soll dieser eine Schritt dieser Suche dauern. Wenn Sie richtig gelesen haben, verlangen wir von Ihnen aber 3 nicht funktionale Anforderungen im Lastenheft. Das heißt, Sie müssen sich noch 2 mehr oder weniger sinnvolle ausdenken. Haben wir im Aufgabentext auch geschrieben, dass Sie das Ganze plausibel vervollständigen sollen. Ja, das hier ist nochmal die Gliederung, die Ihnen aus der Vorlesung bekannt sein dürfte. Ich gehe da jetzt auch nicht näher drauf ein. Haben Sie alle schon gesehen. Das Einzige, was vielleicht noch wichtig ist, bei Punkt 6, Szenarien, das war nicht gefordert, war nicht Teil der Aufgabenstellung. Da haben wir nur gesagt, Anwendungsfälle sollen Sie einen, glaube ich, modellieren, aber Szenarien brauchen Sie Das nicht stimmt so machen. nicht ganz. Ich? Nee. Habe ich was Falsches behauptet? Echt jetzt? Wo steht es denn? Der Punkt ist, Sie sollten zu jedem Punkt in der Vorlage etwas schreiben. Und Szenarien war einer der Punkte. Okay. Dann bist du heute der Bad Cop, alles klar. Gut, na dann hoffe ich für Sie, dass Sie alle Szenarien haben, sonst ist es blöd. Aber ich habe ja meine Übungsscheine schon gemacht, daher. Gut, Punkt 1. Worum geht's? Zielbestimmung. Dann im Text sowas drin wie, die Firma PeerCorp soll in die Lage versetzt werden, ihr Produktimage als Plattform für den Vertrieb von Archivbildern einzusetzen. So oder so ähnlich sollte das bei Ihnen auch drinstehen. Muss jetzt nicht genau gleich klingen, aber ich glaube, so am größeren Ziel gibt es wenig zu rütteln. Der Produkteinsatz, wo wird dieses Produkt, also diese Software, die erstellt werden soll, verwendet? Da steht im Text drin, dass sie auf den firmeninternen Servern, eben von PeerCorp, laufen soll. In irgendeiner Form soll das Ganze natürlich nur einem Endbenutzer zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise so als Web-Applikation. Sowas in der Art sollten Sie geschrieben haben. Funktionalen Anforderungen, das war das Ganze in Rot. Bilder hinzufügen, Bilder entfernen und wie sie alle heißen. Ich denke, da haben Sie relativ viele gefunden. Sollte kein Problem sein. Ich glaube, 5 hatten wir gefordert. Schreiben Sie das bitte so in der Art auf. Also mit FA für funktionale Anforderungen. Dann eben diese Zahl, dass man sie später auch referenzieren kann, wenn man jetzt irgendwas zu dieser Anforderung schreiben will oder irgendwie eine Verknüpfung mit dieser Anforderung herstellen will. Die Produktdaten hatten wir auch schon markiert. Wir haben gesagt, es gibt solche Archivbilder mit verschiedenen Auflösungen, Vorschaubilder, Wasserzeichen. All das, was Sie später in irgendeiner Form abbilden müssen in der Software, in irgendeiner Datenbank, Dateien, so wie auch immer Sie das lösen wollen. Hier auch als nicht funktionale Anforderungen. Ich hatte schon gesagt, eine war drin, zwei müssen Sie sich noch zuüberlegen. Dieser erste Punkt ist drin gewesen. Sie sehen hier auch schon so eine Referenz. Also dieser erste Punkt, NF10, verweist auf diese funktionale Anforderung 50. Dazu brauchen Sie halt diese Referenzen. Also das ist halt eindeutig. Ja, stellen Sie Referenzieren sich können. vor allen Dingen mal vor, Sie haben ein Lastenheft, was, keine Ahnung, 50 Seiten lang ist oder 100 Seiten.
in der Industrie nicht gerade unüblich, dann brauchen Sie diese Referenz, um überhaupt noch klarzustellen, auf welche Funktion es sich bezieht. Ich habe schon so Dinger in Wirklichkeit gesehen. Ja, die sind etwas größer als das, was Sie jetzt hier zu sehen kriegen. Außerdem ändern sich die Anforderungen auch hin und wieder. Und in der Vorlesung wurde, glaube ich, hoffentlich gesagt, man soll so in 10er-Schritten gehen, falls dann doch mal noch eine hinzugefügt wird, dass man sie irgendwie 15 oder so dazwischen quetschen kann. Wird in der Industrie meistens auch noch ein bisschen anders gelöst, aber es kommen halt ständig noch irgendwelche Anforderungen dazu. Der Kunde kommt nie zu Ihnen her und sagt, okay, ich habe mir alles überlegt, ich mache keinen Fehler, ihr könnt genauso loslegen, es ändert sich nichts, es kommt nichts dazu. Das ist halt leider nicht die Realität, wie man jetzt auch schön bei diesem Risk gesehen hat, in den Gefängnissen. Es kann sich halt immer irgendwas ändern und noch eine Anforderung dazukommen. Sie mussten ja natürlich, wie Sie alle wissen, noch das Szenario machen. Noch eine Frage? Entschuldigung. Also würde auf jeden Fall nicht schaden. Ich fände es sogar sehr sinnvoll, wenn man das dazu macht. Und auf der anderen Seite vielleicht auch wieder diesen Rückverweis. Also sinnvoll ist es auf jeden Fall. Ja. Gut, wie Sie alle wissen, mussten Sie auch Szenarien sich einfallen lassen. Wir haben hier mal zwei gesammelt. Einen die Sicht dieses Benutzers von iMage von der Firma Biocorp. Was will denn der machen? Der will vielleicht irgendwie neue Bilder einstellen, die man dann kaufen kann. Oder unten, umgekehrt, unten will sie es einstellen. Oben der Benutzer, der dann einfach vielleicht nach Bildern irgendwie suchen will, dann ein Bild in irgendeiner Auflösung kaufen will. Das wären so die zwei Szenarien, die einem vielleicht da einfallen. Ich lese das jetzt nicht vor. So oder so ähnlich könnten Sie das vielleicht auch beschrieben haben. Das Ganze als Anwendungsfalldiagramm. Passend zu diesem Szenario, es gibt zwei Akteure. Einmal der Nutzer dieses iMage-Dienstes und einmal dieser Mitarbeiter, der die Bilder einstellen will. Das hier sind die Systemgrenzen iMage und ein paar Anwendungsfälle innen drin modelliert. Sie sehen, die sind relativ abstrakt formuliert. Bilder suchen, Bild erwerben, da wird jetzt nicht so arg ins Detail gegangen. Das ist so ungefähr das Granularitätsniveau, was Sie wählen sollten. Wenn Sie da jetzt nur schreiben, Verarbeitung, dann ist es einfach zu wenig. Also es muss schon klar werden, was in diesem Anwendungsfall, in diesem Use Case gemeint ist, und aber nicht zu detailliert. Ich hoffe, Sie haben das auch so in etwa gemacht. Um genau zu sein, müsste man zu jedem dieser Anwendungsfälle in dem Diagramm natürlich auch noch eine Beschreibung machen, die genau beschreibt, was dieser Anwendungsfall tatsächlich beinhaltet. Wir haben aber nur gefordert, dass, ich glaube, im Forum war die Antwort, nur maximal einer von denen beschrieben werden muss. Es gehört aber eigentlich zum Anwendungsfall, also zu den Anwendungsfällen in einem Lastenheft, dass diese auch detailliert beschrieben werden. Gut, das ist ein guter Hinweis. Natürlich knallen Sie das nicht dem Kunden so vor und sagen, interpretierst du selbst. Ja. Gut, Glossar, das wird oft unterschätzt, wenn Sie mal mit Firmen zu tun haben und Sie reden über irgendwelche Sachen und die Firma sagt, ja, unsere Komponenten, dann denken Sie, ja, Komponenten, Komponentenorientierung, Objektorientierung. Dann werden Sie irgendwann mal feststellen, die haben einfach eine ganz andere Vorstellung von dem Begriff Komponenten. Das wird Ihnen halt häufiger so gehen, dass einfach Unklarheiten bestehen. Das sind Archivbild. Was stellen Sie sich darunter vor, wenn Sie jetzt nicht wissen, was da geschrieben wurde? Es gibt zig Möglichkeiten. Das heißt, Sie müssen irgendwie von einer gemeinsamen Basis sorgen. Das heißt, Sie machen so ein Glossar. Da definieren Sie einfach, wir beide, Auftraggeber, Auftragnehmer, wenn wir von Archivbildern reden, dann reden wir über Originalbild, welches über iMage erworben werden kann. Dann ist das Ganze klar. Also auch hier sollten Sie das Ganze nicht einfach nur hinschreiben oder am besten Vorschaubild, siehe Wikipedia-Link, Vorschaubild, sondern Sie sollten dann halt wirklich beschreiben, was damit gemeint ist. Ja, haben Sie noch Fragen zur Aufgabe 1? Sie müssen es natürlich nicht alles genau so haben, aber in die Richtung. Okay, dann übergebe ich wieder das Token. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Aufgabe 2, dem Klassendiagramm. Auch hier ist das nur eine mögliche Lösung, wie man das Ganze modellieren kann. Also ich werde jetzt eine Musterlösung vorstellen. Es gibt natürlich noch weitere, wie das Ganze modelliert werden kann. Da kann man drüber diskutieren. Manche Dinge funktionieren, manche Dinge sind aber tatsächlich Pflicht und müssen so modelliert werden. Genau. Fangen wir doch mal an. Was stand denn überhaupt in dem Text? Was sollten Sie denn da jetzt eigentlich modellieren? Naja, zunächst einmal haben wir wieder JMJST, unser Lieblingsprogramm, welches in diesem Fall verschiedene Operationen enthält. Jedenfalls das modelliert mit einer Komposition. Wir haben den Stern dort an der Operation hängen,
die angibt, dass es hier mehrere Operationen geben kann für JMJST. Und kann mir jemand sagen, warum das jetzt eine Komposition und keine Aggregation ist? Der Kommiliton hat gesagt, weil Operationen ohne JMJST keinen Sinn machen, ja, also keine Daseinsberechtigung haben, tatsächlich. Und das stellt man halt mit einer Komposition dar, sonst wäre es eine Aggregation, wäre also eine nicht ausgefüllte Raute an der Stelle. Genau, das ist der Fall. Denn die Operationen sind halt eben Teil und existieren halt nicht, wenn es nicht JMJST gibt. Genau. Die Operationen erhalten eine Menge von Bildern. Bild haben wir hier auch modelliert. Es gibt also eine Funktion erhalte Bilder, Menge in dem Fall mit einem Array abgebildet, beziehungsweise eine mengenwertige Information in UML, was abgebildet werden kann auf ein Array. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Also dieses Bild mit den Array-Klammern dahinter bedeutet nicht direkt Array in der eigentlichen Implementierung, sondern es ist einfach eine mengenwertige Information. Es gibt also hier mehrere Bilder, die dort modelliert werden. Genau. Was war die nächste Information, die wir jetzt gegeben hatten? Naja, bereits vorhanden ist die Operation Erstellen einer Bildergalerie. Da erstmal eine Frage. Assoziation? Die Frage war, woher weiß ich, dass das jetzt eine Funktion ist und keine Assoziation? Gut, in dem Fall muss die Operation ja irgendwie etwas übergeben bekommen. Also, wenn Sie jetzt nur eine Assoziation modellieren, haben Sie in dem Fall ein Attribut, was Sie modellieren, was dieses Ganze darstellt. Sie müssten dann eine Assoziationsklasse machen, die halt das Erhalten modelliert, quasi. Oder Sie machen eine dreiwertige Assoziation, dann würde das vielleicht auch funktionieren. Aber das ist die einfachste Modellierung. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten, das Ganze zu modellieren. Es geht auch mit einer Assoziation. Machen wir erstmal weiter. Bereits vorhanden ist die Operation Erstellen einer Bildergalerie. Ich habe die jetzt mal, oder die Klasse mal Galerierer genannt, die natürlich ein vom Typ Operation ist, es ist also eine Vererbung, die hier modelliert wurde. Diese Bildergalerie oder dieser Galerierer nutzt eine CSS-Vorlage, um Bildergalerien zu erstellen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Funktion, die Bildergalerien erstellt. Bildergalerien sind wieder eine Klasse und wir haben die CSS-Vorlage. Das heißt, die CSS-Vorlage wird übergeben mit den Bildern und es wird als Rückgabewert die Bildergalerie zurückgegeben. Auch hier wäre noch eine Modellierung möglich, in der man eine Assoziationsklasse erstellen hat, die dann eine Users-Kante zur CSS-Vorlage hat. Das wäre allerdings in dem Fall ein bisschen overengineert. Falls es aber jemand modelliert hat, wäre das auch okay. Genau, und die Bildergalerie kann jetzt Bilder darstellen, hat also eine Zeige-an-Methode, die dann halt die verschiedenen Bilder darstellt. Und die nächste Information, die wir dann jetzt haben, ist, dass JMJST auch noch eine weitere Operation hat, nämlich die Stapelverarbeitung. Diese hängt dann natürlich auch als Vererbung unter der Operation, weil es eine weitere Operation darstellt. Und die Stapelverarbeitung führt eine Menge an Filtern oder immer auf allen Bildern eine Menge an Filtern aus. Das heißt, wir haben auch noch eine Filterklasse und haben in dem Fall die Bilder wieder übergeben, die wir hier oben in der Erhalte-Operation quasi haben. Dasselbe haben wir natürlich auch hier bei dem Erstelle-Bildergalerie. Also diese Bilder, die hier oben erhalten werden, werden halt durchgeschleift an die verschiedenen Operationen, die da unten benutzt werden. Wie ging das Ganze dann weiter? Filter erhalten jeweils ein Bild zur Verarbeitung und geben das Ergebnis als neues Bild zurück. Naja, auch das ist jetzt relativ straightforward. Wir haben eine Verarbeitungsmethode, die ein Bild entgegennimmt und ein Bild zurückgibt. Das ist auch der Punkt, hier kann man jetzt natürlich keine Assoziation modellieren, weil man dann den Rückgabetyp nicht modellieren könnte an der Stelle. Wie würden Sie mit einer Assoziation in dem Fall modellieren, dass jetzt hier ein Bild zurückgegeben wird? Genau. Dann gibt es einen Filter, der schon in der Aufgabe A beschrieben wurde. Der Filter skaliere Bild. Das heißt, wir haben hier wieder eine Vererbung, da es sich um eine Spezialisierung des Filters handelt. Und dieser soll ein Bild auf eine vorgegebene Größe ändern. Na gut, wie kann man das jetzt modellieren? Naja, wie wird die Information vorgegeben? Naja, eine Möglichkeit ist, das Ganze über den Konstruktor zu machen. Ob man da jetzt aber Height oder Width nimmt oder irgendeine andere Form von Größe, ist natürlich in dem Fall egal. Wichtig ist halt, dass ja die Verarbeitefunktion des Filters zu dem Zeitpunkt, wo es verarbeitet wird,
wissen muss, in welche Größe das Ganze skaliert wird. Und da die Verarbeitemethode vorgegeben ist vom Filter, man also nicht die Schnittstelle ändern kann, bleibt eigentlich nur noch die Modellierung mit dem Konstruktor an dieser Stelle. Das war dann jetzt auch schon fast Aufgabe Teil A. Wir haben jetzt noch eine Information, die wir noch nicht modelliert haben, nämlich dass Bilder einen Alpha-Kanal besitzen können oder nicht. Naja, das Ganze kann man zum Beispiel über ein Attribut Alpha-Kanal vom Typ Boolean modellieren. Außerdem haben wir noch die Information, dass Bilder in verschiedenen Farbtiefen vorliegen können. Naja, da bietet sich jetzt eine Enumeration an, die modelliert, welche Farbtiefen wir denn als Möglichkeiten haben. Eine Enumeration stellt man dann in UML-Klassendiagramm genau so dar, nämlich mit dem Bezeichner hier oben Enumeration vor dem Klassenname und dann einfach nur Attributen, die angeben, welche Typen von Enumerationen es gibt. So, das wäre dann auch schon Aufgabenteil A. Gibt es dazu Fragen? Die Frage Ihres Kommilitonen war, ob die Filterklasse abstrakt ist. Naja, sie ist abstrakt, sie ist kursiv geschrieben. Ja, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, hier das mit dem Kursiv sogar darzustellen. Das hätte ich vielleicht noch hervorheben sollen. Also Operationen hier oben und Filter sind abstrakt. Sie sollten natürlich in Ihren Lösungen lieber, wie bei Enumerationen hier vorne, das Ganze mit Abstract davor schreiben, weil das deutlich lesbarer ist in Ihren Lösungen, wenn Sie das von Hand machen. Ja. Die Frage war, ob auch eine Umsetzung mit Schnittstellen korrekt gewesen wäre. In diesem Fall natürlich. Das wäre äquivalent gewesen. Solange natürlich keine Information in den abstrakten Klassen, also keine Implementierung vorgegeben ist, ist eine Schnittstelle vollkommen das Gleiche. Sonst noch Fragen zu Teil A? Ja. Ja, stimmt. Also der Kommilitone hat gerade angemerkt, hier fehlen eigentlich die Attribute für den Skalierer noch. Natürlich, also die beiden Werte müssen irgendwo gespeichert werden. Da müssten noch Attribute für die beiden Werte sein. Das fehlt. Das werde ich noch anpassen, bevor wir die Folien hochladen. Die Frage war, ob Filter auch ein Interface sein kann. Ja, wir hatten die Frage gerade schon. Also die ganzen abstrakten Klassen hätte man auch mit Interfaces modellieren können. Die Frage war, ob eine Assoziation zwischen Bildergalerie und Bild bestehen muss. Naja gut, die Bildergalerie bekommt in dem Fall ja die Menge in der Methode übergeben. Das heißt, sie hat die Information, welche Bilder sie anzeigen muss. Das wäre dann redundant an der Stelle. Man könnte es aber auch anders modellieren mit einer Assoziation und dann das Ganze umsetzen. Aber das wäre in dem Fall redundant, wenn man da jetzt noch eine Assoziation hat. Wir sehen aber nachher noch einen Fall, wo wir diese Information dann auch brauchen. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal weitermachen mit Teil. Gut, wie ging das jetzt weiter? Sie sollten jetzt noch Shutterpile in das Klassendiagramm einbauen. Ist nicht ganz die Implementierung gewesen, die Sie dann später wirklich auch umsetzen sollten. Das werden Sie vermutlich gemerkt haben, wenn Sie die Programmieraufgabe gemacht haben. Also wir haben ein bisschen abstrahiert fürs Klassendiagramm, sonst wäre das Ganze zu kompliziert geworden. Das heißt, was mussten Sie modellieren in Teil B? Na gut, Shutterpile ist in dem Fall auch eine Operation, die natürlich dann wieder von Operation erbt. Sie hat die Shutterpile kann dabei Vorschaubilder umwandeln, Bilder in Vorschaubilder umwandeln und diese darstellen. Das heißt, wir haben hier die Wandele-Um-Methode, welche wieder eine Menge von Bildern übergeben bekommt und als Rückgabe eine Menge von Vorschaubildern hat. Und wir haben die Stelle-Dar-Methode, die eine Menge von Vorschaubildern darstellen kann. Was sind jetzt Vorschaubilder? Ah, die kommen erst gleich. Gut, dann kommt erstmal der nächste Satz. Shutterpile besteht aus einer Stapelverarbeitung und einer Bildergalerie. Gut, das ist relativ straightforward. An der Stelle ist es jetzt aber nur eine Aggregation. Kann mir jetzt jemand erklären, warum? Genau, Ihr Kommiliton hat gesagt, die existieren ja schon aus der vorherigen Aufgabe. Die Begründung ist tatsächlich, genau, dass Stapelverarbeitung und Bildergalerie halt auch schon Daseinsberechtigung haben, nur in JMJST. Und nicht abhängig davon sind, ob Shutterpile schon existiert oder nicht. Das ist genau der Grund. Sehr schönes Beispiel, um klarzumachen, warum es diese Unterscheidung gibt zwischen Komposition und Aggregation. Genau. So, jetzt kommen aber die Vorschaubilder, die wir eben schon vermisst haben. Gut, die sind natürlich eine Spezialisierung von einem Bild. Vorschaubilder haben immer einen Alpha-Kanal. Kann man jetzt in dem Fall so modellieren. Gibt aber auch noch andere Varianten.
Genau. So. Der nächste Satz war dann: Auf alle Vorschaubilder wird ein sogenannter Wasserzeichenfilter angewendet. Das heißt, wir haben den Wasserzeichenfilter, der wiederum auch ein Filter ist, vom Namen her schon relativ eindeutig. Dieser Wasserzeichenfilter wird mit einer Bild- und einer Menge von Filtern initialisiert. Das Bild ist im Endeffekt das Bild, woraus dann nachher das Wasserzeichen erstellt werden soll. Und die Menge von Filtern sind die Filter, die auf dieses Bild angewendet werden, um dann daraus ein Wasserzeichenbild zu machen. Das heißt, der Wasserzeichenfilter hat dieses Bild und auch eine Menge von Filtern, die dann in der Wandle-um-Methode benutzt werden, um daraus ein Wasserzeichenbild zu machen. Genau. Das ist nur nochmal zum Verdeutlichen, das hätten Sie jetzt nicht mit der Notiz schreiben müssen, sollte nur irgendwie klar werden, dass diese Filter dazu benutzt werden, um dieses Wasserzeichenbild zu erzeugen. Genau. Außerdem sollten noch zwei weitere Filter vorhanden sein oder waren zumindest angedacht, nämlich einmal der Graustufenfilter und der Schwellwertfilter, die einfach zwei weitere Filter darstellen für unser Klassendiagramm. Später in der Implementierung haben Sie dann gesehen, dass diese auch noch Attribute haben und Informationen, aber das war jetzt an der Stelle noch nicht gefordert. Und außerdem hatten wir noch die Information, dass Wasserzeichenbilder auch immer einen Alpha-Kanal besitzen müssen. Das heißt, wir haben auch da dieses Attribut Alpha-Kanal, welches auf True gesetzt ist. Die Frage Ihres Kommilitonen war, wir hatten eben bei der Bildergalerie, dass wir jetzt ja hier die Bilder nicht als Assoziation darstellen mussten, weil wir es ja in der Methode übergeben bekommen. Und warum das jetzt hier beim Wasserzeichenfilter anders ist. Naja gut, der Punkt ist, wie kommt die Information über das Bild und die Filter in die Wandle-um-Methode? Wenn ich einen Konstruktor habe, dann habe ich hier diese Informationen, da hätten wir wieder das Problem, was wir hier eben auch schon vergessen haben. Wir haben die Attribute nicht modelliert. Die müssen aber ja zur Verfügung stehen in der Wandle-um-Methode, damit ich sie hier benutzen kann. Das heißt, wir brauchen da entweder ein Attribut oder eine Assoziation, die dieses darstellt, die gesetzt werden. Der Unterschied hier ist ja, dass es eigentlich nur eine Methode ist, die einfach keine Attribute braucht an der Stelle, da die Bilder ja übergeben werden. Da Wandle-um aber keine Bilder, also nicht das Wasserzeichenbild oder den Filter übergeben bekommen, müssen wir das Ganze mit einer Assoziation modellieren. Die Frage Ihres Kommilitonen war, ob man das Wasserzeichenbild und das Vorschaubild hätte weglassen können, weil keine Spezialisierung stattfindet. Wie hätten Sie dann modelliert, dass diese immer einen Alpha-Kanal haben, im Gegensatz zu dem normalen Bild, was nicht einen haben muss? Also die Antwort war, er hätte überprüft, ob es immer wahr wäre an der Stelle. Hätten Sie das modellieren können in dem Diagramm? Er ist ja theoretisch schon vorhanden, weil man später unterscheiden will, ob es sich um ein Wasserzeichenbild oder ein Vorschaubild handelt. Also von der Entwurfssicht möchte man das schon so machen. Wir sind gerade auf der Entwurfsebene. Also an der Stelle würde ich es, wie man es dann nachher implementiert, können Sie sich natürlich dann überlegen, ob Sie das so umsetzen wollen, ob das nötig ist. Da sehen wir nachher auch noch Regeln und ich weiß nicht, ob Professor Tichy schon so weit ist, aber es gibt so gewisse Regeln, die einem dann sagen, was umgesetzt werden soll, an welcher Stelle. Ich glaube, das kommt aber erst später in der Vorlesung. Man muss sich natürlich immer bei der Umsetzung eines Entwurfs überlegen, welche Sachen sind jetzt wirklich sinnvoll von dem, was man modelliert hat. Aber auch andersrum. Und man sollte nicht immer die vollständige Implementierung im Entwurf modellieren. Die können halt auch die Trennung so etwas wie bei der Shutterfile-Klasse machen, dass Stelle da nur Vorschaubilder entgegennehmen darf. Hier können Sie Genau. zum Beispiel sagen, Wasserzeichenbilder sind nicht erlaubt. Nur Vorzeichen. Nur Vorschaubilder. Das Diese hätten Sie nicht Einschränkung machen hätten Sie können, halt sonst sonst, nicht. genau. Die Frage war, ob man Wasserzeichenbild auch als Unterklasse von Vorschaubild interpretieren kann. Naja, semantisch würde ich sagen, nein. Weil das Wasserzeichenbild ja das Bild ist, was später auf das normale Bild gelegt wird, damit das Vorschaubild erstellt wird. Es ist also keine Spezialisierung. Das heißt, es würde semantisch das Substitutionsprinzip dann verletzen, wenn Sie das so modellieren würden. Deswegen würde ich das eher nicht machen. Die Frage war, ob man anstatt der Aggregation an der Stelle eine Uses-Beziehung zu Stapelverarbeitung und Bildergalerie benutzen kann. Da im Text stand, besteht aus, wäre das in dem Fall nicht korrekt. Hätte da jetzt gestanden, benutzt, dann wäre das okay. Das ist ein Unterschied semantisch. Besteht aus bedeutet, dass das Shutterpile tatsächlich diese zwei
Justin Held als Assoziation. Auch nochmal besteht aus und ist ein. Das sind so Wörter, auf die Sie achten sollten im Text. Ist ein wäre halt so eine Vererbungsbeziehung mit Vorklasse, Unterklasse. Wie Tobias schon gesagt hat, besteht aus ist halt dann eine Komposition oder Kreation. Bin mir nicht sicher, ob Abbott methodisch schon dran war, aber die kommt spätestens in der nächsten Vorlesung, glaube ich. Und da wird genau das besprochen. Gut, dann haben Sie heute schon mal einen Ausblick bekommen. Die Frage war, warum die ganzen Operationen noch eine Menge von Bildern erhalten, wenn die Operation schon diese Menge von Bildern erhält. Na gut, was passiert in dieser Haltemethode? Da werden die Methoden hier unten quasi aufgerufen in den einzelnen Operationen. Das heißt, die Menge von Bildern hier oben wird quasi dann entweder hier reingepackt oder hier rein oder an die Stelle in Wandel um. Zum Beispiel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Aufgabe 3, also der Durchführbarkeitsuntersuchung. Magst du nochmal oder soll ich? Ist ja eh nur eine Folie. Ja, eine Folie vorlesen. Ja, ist so wichtig, ich kriege noch nicht mal hier was zum Drücken. Gut, Sie haben diese 6 Punkte schon kennengelernt in der Vorlesung. Da sollten Sie einfach zu jedem Punkt was schreiben. Und zwar nicht nur irgendeine Frage, wie habe ich genug Mitarbeiter, das bringt nichts, sondern was Konkretes wie, ja, ich habe genug qualifizierte Mitarbeiter. 6 Punkte drehen sich um die fachliche Qualifikation, also haben Sie genug Leute da, die das auch fachlich drauf haben, sind sie gut genug ausgebildet? Können Sie sowas schreiben wie, ja, wir haben nachgeschaut, wir haben genug Master of Science für Informatik oder Bachelor oder was auch immer man braucht. Genug qualifiziertes Personal hätte wahrscheinlich auch gereicht in irgendeiner Form. Genau, hätte man auch schreiben können, aber ja, wir haben es halt jetzt so gemacht. Technische Infrastruktur zur Realisierung von diesem Image Softwareprogramm haben wir auch, da können wir zumindest beschaffen am Lehrstuhl. Also sowas in der Richtung können Sie auch schreiben. Sie sollten immer alternative Lösungsvorschläge prüfen. Also sollte ich jetzt wirklich 5 Jahre eine Software entwickeln mit so und so viel Mannmonaten Arbeitszeit oder Personenmonaten Arbeitszeit oder kann ich mir einfach irgendeine bestehende Lösung einkaufen? Das heißt, hier erwarten wir auch, dass Sie schreiben, naja, alternative Lösungsvorschläge, ja, wir könnten auch Produkt XY von irgendeiner anderen Firma nutzen. Ja, so die Möglichkeit. Prüfen der personellen Durchführbarkeit bringt Ihnen nichts, wenn Sie genug Personal haben, aber das hat keine Zeit. Es könnte sein, dass die Leute in anderen Projekten feststecken, müssten noch Leute neu einstellen oder sie müssten sie abziehen von anderen Projekten. Also da müssten Sie schreiben, Neueinstellungen sind nötig. Könnte bei Ihrer Durchführbarkeitsversuchung rauskommen. Prüfen der Risiken. iMatch ist ja sowas von beliebt. Also da gibt es eigentlich gar kein Risiko, die Kunden rennen uns die Bude ein. Also ganz klar, die Kunden sind stark interessiert an eben genau diesen Bildern. Starke Konkurrenz, Sie müssen natürlich auch immer gucken, gibt es da irgendeine große Firma, die auch gerade auf diesem Segment unterwegs ist und Ihnen halt in einem halben Jahr die Kunden wegnimmt, weil sie halt schneller am Markt sind oder irgendwas. Auch hier müssten Sie irgendwas dazu schreiben. Dann ist die Frage, ist das Ganze überhaupt wirtschaftlich sinnvoll? Ökonomische Durchführbarkeit, müssen Sie den Aufwand und die Termine abschätzen. Da könnten bei Ihnen dann rauskommen, ja, wir trauen uns das zu, wir kriegen das in der Zeit hin. Kosten, wenn wir das Ganze von Ihnen entwickeln lassen, kostet uns das gar nichts. Für uns natürlich gut, wir zahlen nichts und kriegen Software, die Kunden ja offensichtlich haben wollen. Also lohnt sich das Ganze auf jeden Fall aus ökonomischer Sicht. Rechtliche Gesichtspunkte. Gibt es irgendwelche Patente der Firma Abody oder anderen Firmen, die vielleicht auch in diesem Bereich unterwegs sind? Gibt es irgendwelche Datenschutzgeschichten, die man beachten musste? Darf man die Daten überhaupt speichern? Genau. Gibt es auch neue Richtlinien dazu? All das müssten Sie bei rechtlichen Gesichtspunkten anschauen. Aber bitte bei der Aufgabe konkret schreiben. Nicht nur, ja, man sollte das betrachten, sondern aus Sicht mit, wir haben es betrachtet und also in Ordnung. Die Aufgabenstellung war tatsächlich, das Ganze auf das Szenario anzuwenden. Das heißt, Sie genau. Sollten sich auch kreativ überlegen, was Sie an den einzelnen Stellen sinnvoll hätten schreiben können. Wenn man natürlich eine Durchführbarkeitsuntersuchung bei einem deutlich größeren Projekt macht, in der Firma unter realen Bedingungen, dann sieht das Ganze natürlich deutlich umfassender aus. Die ganzen Punkte werden viel umfassender gemacht. Man macht sowas wie SWOT-Analysen oder sonstiges. Das heißt, das ist jetzt nur eine sehr kleines Beispiel für das, was man hier jetzt machen kann. Aber Sie sollten mal sehen, was denn da
die wichtigen Gesichtspunkte sind. Es geht vor allen Dingen darum, dass Sie verinnerlichen, welche Punkte da jetzt wichtig sind. Genau. Oh, das war's schon wieder von dir. Mehr Redezeit kriegst du Ist jetzt nicht. nicht. Wir machen nämlich jetzt weiter mit Aufgabe 4, also der eigentlichen Implementierung von Shutterpie. Mal generell, wem ist das Ganze leicht gefallen? Das habe ich erwartet. War nicht ganz einfach tatsächlich, war auch relativ viel Aufwand wahrscheinlich. Ist aber tatsächlich jedes Jahr so, dass wir auf Blatt 2 ein größeres Projekt machen, damit Sie mal sehen, wie das ist, halt so und so etwas zu implementieren, das Ganze vor allen Dingen auch mal zu modularisieren, wie wir das Ganze jetzt mit den Maven-Modulen gemacht haben. Einfach mal so ein Projekt durchzuführen, was noch ein bisschen darüber hinausgeht, was Sie in Programmieren gemacht haben. Wobei Programmieren vielleicht bei den Abschlussarbeiten noch aufwendiger war. Genau. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt der erste Jahrgang sind, der durch diese Geschichte mit irgendwelchen Bildern verarbeiten durch mussten, sondern wahrscheinlich jetzt schon der sechste oder siebte, der das machen durfte. Ist aber jedes Jahr ein anderes Projekt, von daher. Genau, dann schauen wir uns doch mal an, was Sie da jetzt eigentlich tun sollten. Zunächst sollten Sie sich anschauen, oder schauen wir uns erstmal an, was diese Filterschnittstelle denn überhaupt besagte. Das war die Schnittstelle, die wir Ihnen vorgegeben haben in dem Shutterpile Base Modul, welches schon eingebunden war. Die Informationen sind jetzt halt hier, dass vor allen Dingen, genau, das hatte ich gerade schon gesagt, dass das übergebene Bild nicht verändert werden sollte, sondern jedes Mal ein neues Bild gegeben wird, was in dem Fall natürlich auch sinnvoll ist, denn jeder Filter verändert das Bild halt und man möchte das Originalbild ja trotzdem noch zur Verfügung stehen haben vorher. Man weiß ja nicht, was die außenstehende Klasse an der Stelle macht. Vielleicht möchte sie das vorherige Bild auch nochmal für einen anderen Filter in einer anderen Reihenfolge verwenden oder wenn es sich um das Originalbild in dem Fall handelt. Das einfach speichern und wissen, was das Originalbild war. Das heißt, man sollte an der Stelle schauen, dass man das Bild nicht verändert. Da war eine Frage. Die Frage war, wie man auf den Quellcode zugreifen konnte. Ja, ich glaube, da gab es ein Problem tatsächlich, was uns aber auch erst gestern aufgefallen ist. Also Sie konnten, glaube ich, nicht auf den Java-Doc zugreifen. Kann das sein? Oder hat jemand den Java-Doc gehabt? Ja, das Problem ist uns leider auch erst dann gestern aufgefallen, weil wir hatten ihn halt zur Verfügung. Nicht so ganz hilfreich. Aber die meisten Informationen sollten Sie natürlich auch aus dem Übungsblatt ziehen können. Die Informationen jetzt exakt so nicht. Ich glaube, das stand nicht drin, dass das Bild nicht verändert werden sollte. Glaube ich zumindest. Da werden Ihre Tutoren aber dann auch darauf achten, dass das jetzt nicht zu hart bewertet wird an der Stelle. Genau. Gut, die erste Aufgabe war dann, den Grayscale-Filter zu implementieren. Ah, nochmal generell zu der Geschichte. Also natürlich sollte normalerweise der Java-Doc zur Verfügung stellen, wenn man irgendwelche Schnittstellen in irgendein Modul einbindet, weil das natürlich nicht sinnvoll ist. Man hat nur die Schnittstelle gegeben, aber nicht den Java-Doc. Das ist natürlich ein Fehler von unserer Seite, was ziemlich ungünstig war. Scheint aber auch niemandem von Ihnen aufgefallen zu sein. Es hat sich nämlich niemand im Forum darüber beschwert. Gut. Schauen wir uns zunächst an, wie der Grayscale-Filter implementiert wurde. Oder das ist jetzt eine mögliche Implementierung, nämlich die, die wir jetzt in der Musterlösung haben. Gut, wir haben jetzt hier die Apply-Methode des Grayscale-Filters, welche zunächst überprüft, ob das übergebene Bild null ist, weil ein Null-Bild jetzt irgendwie nicht so ganz sinnvoll ist als Eingabe. Dann wird eine Illegal Argument Exception geworfen. Natürlich sollten Sie generell immer überprüfen, ob die Eingabe, die in eine Methode reingeht, auch dem entspricht, was Sie erwarten. Das heißt, wir haben jetzt nach dieser Überprüfung ein normales Buffered Image, sorgen jetzt dafür, dass wir dort ein neues Bild erstellen, wie wir es gerade eben schon besprochen hatten. Das heißt, es wird ein neues Buffered Image angelegt mit dem gleichen Typ und der gleichen Breite und Höhe wie das vorherige und iterieren dann über die Pixel des, na gut, eigentlich hätte ich an der Stelle über das Image drüber iteriert, da die aber ja gleiche Größe haben, ist das in dem Fall egal. Genau. Und setzen dann den Farbwert, der sich berechnet in dieser Hilfsmethode hier, die GetPixel-Methode. Das Ganze sehen wir jetzt auf der nächsten Folie, hätte nicht mehr ganz drauf gepasst. Das ist die Struktur des Graustufenfilters. Ich glaube, das ist relativ
einfach, die meisten Filter sind tatsächlich so aufgebaut, aber da besprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Jetzt schauen wir uns mal die GetPixel-Methode an. Die kriegt jetzt übergeben den Farbwert als Int. Sieht jetzt erstmal ein bisschen kryptisch aus, wenn man das Ganze anschaut. Wer weiß, was da passiert? Okay, die Hälfte, Viertel. Gut, dass ich vorbereitet habe, was da jetzt genau passiert. Genau, was nämlich jetzt hier passiert ist, dass dort Bitzahlen geschiftet wird, der Wert, denn dieser Int-Color-Wert hier oben ist eigentlich nichts anderes als in Hexer, also es ist ein Int, der repräsentiert den Farbwert für alle Farbkanäle in einer einzigen Zahl. Und man kann das Ganze auslesen, indem man um den entsprechenden Wert shiftet und eine sogenannte Maske anwendet, die dann nur die letzten zwei Ziffern in dem Fall übrig lässt. Man hat halt genauso geschiftet, dass das passiert. Das sehen wir aber gleich noch in einem Beispiel. Und das kann man für jeden Farbwert machen und dann den Mittelwert der Farbwerte bestimmen und das Ganze wieder setzen. Das Setzen ist hier unten eigentlich nichts anderes, als das hier oben wieder aufzulösen und das Ganze zu einem einzigen Integer zusammenzubauen. Das Ganze ist ein bisschen performanter, als mit irgendwelchen Color-Objekten rumzuspielen, denn die Color-Objekte in Java sind alles andere als performant. Genau. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch in ein Beispiel ein. Wir haben jetzt hier einmal das schöne Kit-Grün in Hexadezimal-Schreibweise. Wollen jetzt, also schauen wir erstmal, was da überhaupt der Information drin steckt. Wir haben hier einmal den Blau-Wert in den untersten beiden Bits. Also, ja, sind nicht die untersten beiden Bits, sondern die untersten beiden Werte in Hexadezimal-Schreibweise. Den Grün-Wert da drüber, den Rot-Wert noch weiter links. Und hier die ersten beiden sind der Alpha-Wert in dem Fall, der in dem Fall halt einfach 100% ist. Wenn wir jetzt das Ganze um 8 Bit shiften, wir wollen also den grünen Wert auslesen, dann sieht das Ganze so aus. Wir kriegen also shiften um 8 Bit, also das sind die 8 Bit, die hier in blau vorher waren, bekommen also das hier als Resultat, haben also jetzt ganz rechts in der Zahl den grünen Wert eigentlich stehen, wollen jetzt dafür sorgen, dass nur noch dieser grünen Wert das ist, was wir wirklich berechnen, legen also diese Maske hier drüber, verunten das bitweise, was dazu führt, dass alle Zahlen, die hier rechts mit 1,1 sind, übernommen werden von links. Das heißt, wir kriegen als Ergebnis nur noch den grünen Wert, den wir eigentlich haben wollten. Genau. So geht es dann analog mit allen anderen auch. Wenn wir jetzt hier um 16 geschiftet hätten, dann hätten wir den Rotwert gekriegt, dann wäre der Rotwert hier ganz rechts gewesen, hätten dieselbe Maske angewendet und hätten dann 0,0 rausgekriegt. Wenn wir um nichts shiften, sondern nur die Maske anwenden, kriegen wir einfach nur den Blauwert und für den Alpha-Wert müssen wir das Ganze mit 24 shiften. Die 4F hier an der Stelle war die Frage, warum da jetzt 4F nach dem Shiften rauskommt. Das passiert, wenn man nach rechts shiftet, ergänzt er einfach die vorherigen mit weiteren Fs. Deswegen braucht man auch die Maske. Man kann jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass da links einfach nur Nullen eingefügt werden, sondern wird an der Stelle mit 100% halt, also mit dem vollen Wert aufgefüllt. Genau. Also die Frage war, ob man jetzt einfach anstatt 0x 0000FF einfach auch 0xFF hätte schreiben können. Ja, das ist also nur die Darstellung. Ich habe das jetzt so hingeschrieben, damit es besser lesbar ist. Weil das ist jetzt genau die Länge, die hier halt auch ist und dann kann man das besser vergleichen. Gut, dann machen wir mal weiter. Was sollte als nächstes gemacht werden? Naja, jetzt gibt es noch den Threshold-Filter, der auch implementiert werden sollte. Vorgegeben war da, dass ein Default-Wert von 127 benutzt werden sollte. Den haben wir da oben in der Konstante drin stehen. Und wir haben einen Konstruktor, in dem man den Threshold-Wert verändern kann. Dieser sollte natürlich in den normalen Grenzen liegen, von 0 bis 255. Das sollte man also überprüfen, sobald er gesetzt wird. Ansonsten wieder eine Illegal Argument Exception werfen. Genau. Es gibt aber, wir haben jetzt in dem Fall noch einen Standardkonstruktor, der einfach dafür sorgt, dass der Default-Wert von 127 gesetzt wird. Genau. Jetzt habe ich die Apply-Methode nicht wieder aufgetragen. Die sieht genauso aus wie im Grayscale-Filter, weil es wird wieder pixelweise über jeden Pixel iteriert. Und wir haben jetzt hier nur noch die GetPixel-Methode, die wir uns anschauen, die wir gerade eben auch schon hatten. Aber auch da
ist die Logik wieder recht ähnlich zu der im Graustufenfilter. Nur, dass sich jetzt unten die Berechnung und die Rückgabe unterscheidet. Denn jetzt ist es so, immer dann, wenn der Mittelwert, den wir hier berechnen, dieses U, oder über dem Threshold liegt, dann wird dieser Pixel oder wird der Farbwert, der zurückgegeben wird, einfach auf 0 gesetzt. Das war die Aufgabe an der Stelle. Gibt es dazu Fragen? Glaube ich, relativ straightforward, wenn man verstanden hat, wie der Graustufenfilter funktioniert. Ist das mit dem Threshold-Filter nicht mehr so schwierig. Wie wir jetzt aber gerade eben schon gemerkt haben, gibt es da irgendwie so Überschneidungen von Code-Duplikation. Irgendwie nicht ganz so hübsch. Naja, deswegen hat unsere Implementierung der Musterlösung, die wir Ihnen dann auch zur Verfügung stellen werden, noch eine weitere Abstraktionsebene eingefügt, nämlich den Pixel-Weiß-Filter, der über diesen Graustufen und auch dem Threshold-Filter hängt und die Methode apply quasi zur Verfügung stellt mit einer Implementierung, in der intern dann diese getPixel-Methode aufgerufen wird. Das heißt, wir haben diesen Teil, der redundant war in beiden Teilen der apply-Methode, einfach nur an einer Stelle oben in der Pixel-Weiß-Filter-Methode stehen. Genau. Das heißt, die getPixel-Caller-Methode muss dann aber in den einzelnen unteren Filtern natürlich berechnet werden. Das machen wir dann halt im Threshold-Filter und Grayscale-Filter hier unten, die beiden getPixel-Methoden. Und wir haben tatsächlich immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu optimieren, wie ich eben schon gesagt habe. Es gibt ja immer noch einen Teil von der Grayscale und der Threshold-Filter mit getPixel-Caller-Methode, der immer noch gleich ist. Das war diese Bestimmung der Farbwerte. Auch den könnte man jetzt natürlich noch rausziehen und noch eine weitere Abstraktionsebene dort einziehen, um noch weiter die Code-Redundanz zu vermeiden. Hat einer eine Idee, warum man Code-Redundanz an der Stelle vermeiden möchte? Oder die Frage ist eher generell vermeiden möchte? Die Antwort, die aus Kommilitonen war, wenn es irgendwo in irgendeiner Form zu Änderungen kommt, dann müsste man an jeder Stelle, wo das Ganze stattfindet, nochmal den Code anfassen, das Ganze ändern. Genau. Das ist der Grund. Wenn man das jetzt hier nur in einer Methode, in der Apply-Methode, in einem Filter stehen hat, muss man nur den ändern und nicht alle Klassen, die da drunter hängen, anfassen und es überall ändern. Das ist genau die Idee dahinter. Genau. Übrigens werdet ihr dieses Konstrukt, was wir hier gemacht haben, nämlich diese abstrakte Methode, die in einer vorgegebenen Methode hier oben benutzt wird, noch in 2 oder 3 Wochen sehen. Nämlich das ist eins der Entwurfsmuster, die wir besprechen werden, nämlich die Schablonenmethode. Gut merken, kommt häufiger mal in irgendwelchen Prüfungen dran. Nur so. Genau. Ist auch ein sehr beliebtes und auch sehr häufig angewendetes Entwurfsmuster, was wahrscheinlich viele von Ihnen auch schon benutzt haben werden, wenn Sie programmiert haben. Zwar vielleicht nicht bewusst, aber es ist sehr häufig in jeglicher Software. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Nächste Aufgabe war, den Wasserzeichen-Zulieferer zu implementieren. Dieser sollte ein Bild übergeben bekommen, nämlich das Watermark-Input-Bild, was dann später in ein Wasserzeichen umgewandelt werden soll. Genau. Wir haben auch hier jetzt, also nicht verwirren lassen von diesem Default-Faktor hier oben. Er sagt eigentlich nichts anderes. Sie sollten, also da kommen wir später noch zu, das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu früh. Genau, wir haben jetzt erstmal diesen Konstruktor, kriegen dieses Bild übergeben und haben dann die GetWatermark-Methode, welche das Watermark an sich überhaupt berechnet. Was machen wir da jetzt? Wir schauen erstmal, ob schon ein Wasserzeichen zu diesem Bild hier erstellt wurde. Das ist nur so ein bisschen Caching-Geschichte, zum Verhindern, dass dieses Wasserzeichen jedes Mal neu berechnet wird, weil wenn man es schon einmal berechnet hat, wird sich da nichts dran ändern. Wir haben dann eine Create-ARGB-Image-Methode, die dafür sorgt, dass das Wasserzeichen-Input-Bild, das wir hier reingeben, auch wirklich ein ARGB-Bild danach ist. Es wird also umgewandelt, falls es das nicht ist, oder einfach zurückgegeben von dieser Methode, falls es schon sich um ein ARGB-Bild gehandelt hat. Danach wenden wir den Graustufen- und den Schwellwertfilter an, wie es in der Aufgabenstellung gefordert war. Und jetzt rufen wir seltsamerweise nochmal diese Create-ARGB-Methode auf. Hat jemand eine Idee, warum wir das tun? Die Aussage Ihres Kommilitonen war, falls vielleicht von einer dieser Filtermethoden der Alpha-Channel wieder rausgenommen wurde. Das ist genau die Antwort. Wir wissen ja nicht, also theoretisch nicht, wie die Implementierung des Graustufen- und des Threshold-Filters ist an der Stelle.
Das heißt, man will sicher gehen, dafür den nächsten Schritt, nämlich die Supply Alpha, auf jeden Fall ein ARGB-Bild vorhanden sein muss, dass es an dieser Stelle auch eins ist, was wir jetzt gerade behandeln. Genau aus diesem Grund machen wir das. Genau. Dann kommt die Apply Alpha, die schauen wir jetzt gleich noch auf der nächsten Folie an. Das ist die Geschichte mit den Alpha-Wert halbieren. Das ist auch der Grund, warum wir nachher diesen Default-Factor brauchen. Wir haben nämlich in unserer Implementierung das Ganze auswählbar gemacht. Das mussten sie natürlich nicht. Sie hatten vorgegeben, in welchen Wert das Ganze halbiert werden sollte. Genau. Und dann wird das erzeugte Wasserzeichen gespeichert, beziehungsweise in diese Created Watermark Attribut gelegt, damit man dieses, wie gesagt, durch Caching-Effekte, oder beziehungsweise wenn man es berechnen will, nicht nochmal berechnen muss. So, jetzt schauen wir uns noch kurz die Apply-Alpha-Methode an. Was die jetzt macht, ist wieder pixelweise über das Bild iterieren, das kennen wir jetzt schon so ein bisschen. Diesmal nur den Alpha-Wert auslesen und diesen halbieren. Das ist diese Geschichte. Default-Faktor war ja eben, wie gesehen, 50. Also wir teilen hier eigentlich durch 2, 50 durch 100 und setzen dann den Wert des, also nur den Alpha-Wert für diesen Pixel an der Stelle. Gut, dann machen wir weiter. Nächste Aufgabe war dann den Watermark-Filter, den eigentlichen Filter, der das Ganze auf das Originalbild drauflegt, zu implementieren. Was sehen wir nun jetzt hier? Kann man das lesen eigentlich da hinten? Ist das groß genug? Ja, vielleicht ein bisschen klein, aber Sie können sich das dann spätestens auf dem Ausdruck nochmal anschauen. Sonst müssen Sie mir jetzt leider zuhören. Blöd, ne? Aber geht nicht anders. Gut, wir haben jetzt den Watermark-Filter, der das Watermark übergeben bekommt und die Anzahl der Watermarks per Row, die gezeichnet werden sollten. Wir prüfen jetzt noch, ob das Watermark null ist, sonst wird eine Null-Pointer-Exception geworfen. Nochmal so ein bisschen Eingaben überprüfen, ob das Ganze auch okay ist. Die SetWatermarks per Row überprüft dann noch zusätzlich, ob dieser Int-Wert in mindestens 1 beträgt und nicht kleiner 0 ist, weil wir das ja gefordert haben. Gut, jetzt kommt die Apply-Methode. Hier wird dann zunächst einmal berechnet, wie jetzt überhaupt das Input-Bild, also wie die Höhe und Weite des Input-Bildes ist und berechnet, wie breit denn das Wasserzeichen später sein muss, welches wir drauflegen. Das ist, berechnen wir an der Stelle. Und dann schauen wir, ob diese Breite zulässig ist. Wenn wir jetzt halt nur noch 0 haben, dann müssen wir nichts machen. Das ist irgendwie, oder kleiner 0 vor allen Dingen, dann macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Könnte durch Rundungsfehler passieren, passiert an der Stelle natürlich nicht, weil es ein Int ist. Aber genau. Dann haben wir wieder die Create-ARGB-Image-Methode, die dafür sorgt, dass das Wasserzeichen wirklich auch ein ARGB-Bild ist, und skalieren dann das ARGB-Bild daraufhin auf die Größe, die wir haben wollten. Das heißt, wir skalieren das Wasserzeichen auf die gerade eben berechnete Breite. Kann natürlich jetzt immer noch passieren, dass diese Breite nicht genau in das Bild passt. Das heißt, es kann dazu führen, dass wir nachher beim Drauflegen der Bilder immer noch vielleicht einen Pixel Breite ganz am Rand nochmal ein weiteres Bild hinzufügen müssen. Das war aber auch im Übungsblatt so beschrieben. Das heißt, es kann sein, dass sowohl in der Y-Richtung Bilder abgeschnitten werden, die draufgelegt werden, aber auch in der X-Richtung. So, jetzt kommt das eigentliche Drauflegen. Das Ganze passiert jetzt hier unten. Das ist eigentlich einfach nur wieder drüber iterieren. Wir iterieren hier aber immer, also machen pro Wasserzeichen, was wir drauflegen, einen Schritt und machen dann diese Merge-Image-Methode, die jetzt gleich auf der nächsten Folie kommt. Als Eingabe bekommt die das Input-Bild, das Wasserzeichen und die Indexe an der Stelle, wo wir das Ganze starten wollen. Also einmal in X-Richtung und einmal in Y-Richtung übergeben. Und das Result-Bild ist das, was wir quasi verändern wollen. Jetzt sehen wir hier die Merge-Images-Methode. Wie gesagt, die bekommt das Source-Bild, das zu zeichnende Wasserzeichen, die Start-X, also den Start-X-Wert und den Start-Y-Wert, sowie das Target Buffered Image oder Result Image an der Stelle übergeben. Wir berechnen zunächst einmal die Höhe und Breite des Eingabebildes und dann die Höhe und Breite des Wasserzeichens und iterieren dann hier unten geschickt. Geschickt an der Stelle heißt,
Wir schauen halt immer, ob wir in den Grenzen sind, die wir haben. Wir haben diese Start X und Start Y gegeben und wollen jetzt dafür sorgen, dass natürlich die X-Richtung plus unser W-Wert gerade nicht größer ist als das Originalbild. Selbe Spiel auch in Y-Richtung und führen dann hier unten das eigentliche Setzen der Pixelwerte durch, wobei wir hier hinten wiederum noch ein Merge der Farben anstellen. Das ist dieses Alpha-Blending, was Sie implementieren sollten. Das sehen wir jetzt gleich noch auf der nächsten Folie. Wichtig ist hier halt, wir zählen hier zwar immer nur einzeln hoch, gehen aber immer Start X plus B oder Start Y plus H weiter. Das heißt, wir haben quasi einen Index und rechnen darauf das Delta an, wie weit wir weitergehen. Dann kommt hier die eigentliche Alpha-Blending-Methode, die ist ein bisschen komplizierter. Wobei wir davon auch schon wieder einiges gesehen haben. Hier oben, das kennen wir nämlich auch schon. Farbwerte ermitteln von den jeweiligen Bildern. Einmal von dem A-Bild und einmal von dem B-Bild. A-Bild ist in dem Fall das Wasserzeichen und das B-Bild ist das Originalbild. Weil sie sollten ja das Wasserzeichenbild über das Originalbild legen. Das heißt A over B war der Algorithmus für Alpha Blending. Das heißt, wir haben hier alle A. Mit A hinten sind die Werte von dem Wasserzeichen und alle mit B hinten sind die Werte von dem Originalbild. Berechnen dann jetzt noch den mittleren Alpha-Wert. Schauen, ob dieser schon gleich 0 ist, also das Ganze eh schon vorher voll transparent war. Na gut, da müssen wir nichts tun, weil warum sollen wir dann noch was berechnen? Und hier unten ist jetzt eigentlich die Implementierung von dem Alpha-Blending-Algorithmus, wie er eigentlich auch quasi in Wikipedia stand. Das heißt, wir rechnen quasi, das ist eigentlich nichts anderes als eine bilineare Interpolation. Ist nicht so schwierig. Ja, eine Frage? Bin gerade am Überlegen, Alpha-Wert, negativer Alpha-Wert, was ist die Bedeutung davon? Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, das werde ich mir nochmal anschauen und mich dann nochmal melden. Kann ich jetzt gerade so nicht verifizieren. Wenn das der Fall sein sollte, also nur nochmal für diejenigen, die jetzt online irgendwie zuhören. es gibt, also der Kommilitone meinte, es gibt ein Problem mit dem Vorzeichen, wenn man diesen Shift-Operator nimmt, dass dieses halt dann nicht beachtet wird. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Werde dann nochmal dazu mich äußern. Machen wir aber jetzt erstmal weiter, weil wir haben jetzt gerade nur die Musterlösung. Ich kann das jetzt nicht gerade umcoden und habe auch keine Lust dazu. Genau, das heißt, hier unten wird dieses Übereinanderlegen, also die neuen Farbwerte eigentlich berechnet und das Ganze dann zurückgegeben, der Farbwert. Der Farbwert landet dann ja quasi hier, wird gesetzt für den Pixel und wir haben das Ganze wieder als pixelweiser Weißfilter, der quasi pro Pixel das Ganze durchführt, wobei jetzt hier die Iteration ja ein bisschen anders ist. Gut. Jetzt fehlt nur noch eine Sache für die Methode, nämlich der Watermarker selbst, der eigentlich nichts anderes macht, als die Sachen in der richtigen Reihenfolge aufrufen. Er in seinem Konstruktor bekommt er den Watermark Supplier übergeben und macht dann hier unten nichts anderes, als sich das Watermark holen und dann den Watermark-Filter aufrufen und das Ganze zurückgeben. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Sonst Fragen zu der Implementierung, außer dass da vielleicht der Shift-Operator kaputt ist und das den letzten Teil wieder nicht verstehen. Ich komme mal hoch. Also Ihr Kommilitone hat vorgeschlagen, dass man eigentlich, also wir haben einzelne Schritte immer mit diesen Zwischenwerten, mit diesen Startindexen gerechnet. Man könnte das Ganze auch mit einem Modulo lösen, indem man das Ganze einfach über das Originalbild iteriert. Und dann modulo rechnet, in welchem Abschnitt man sich quasi befindet. Das geht natürlich auch. Das ist einfach nur ein bisschen schlechter lesbar, würde ich sagen, an der Stelle. Ich glaube, das ist Geschmackssache an der Stelle. Kommt noch eine Folie von mir und dann darf Martin weitermachen. Das endlich wieder. Sie sollten natürlich auch Tests schreiben für jeden Filter, mindestens einen. Sinnvollerweise wären natürlich mehrere gewesen. Ich zeige jetzt aber in dem Fall auch nur einen, sonst sprengt das hier den Rahmen. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben ein Tichy-FZI-Bild genommen. Also wir haben ein Tichy genommen und ein FZI-Bild und das wurde übereinander gelegt.
Das FZI-Bild ist das Watermark und Tichy ist Base. Genau. Holen uns halt die Bilder hier oben und machen dann mit diesen Compare-Images die eigentliche Überprüfung. Was die macht, ist, sie schaut erstmal, ob halt, das kennen wir schon vom letzten Mal, ob die Höhe und Breite gleich ist. Und es gibt eine ganz hübsche Assert Pixel Equals Methode im JUnit Framework, die man benutzen kann, um zwei Pixel Values ARGB zu vergleichen. Das heißt, man musste sich da eigentlich nichts schreiben. Ist ganz praktisch. Um es mal gesehen zu haben. Genau. Das war's von mir. Jetzt darf Martin weitermachen. Schön. Gut, jetzt haben Sie alle Ihre funktionierende Software. Was jetzt noch fehlt, Sie möchten das irgendwie starten können, für die Kommandozeile. Da hatten wir was vorbereitet. Runterladen, damit Sie nicht alles von Grund auf neu bauen müssen. Also es gibt da so eine Bibliothek, Commons C oder Commons CLI, die kann eben von der Kommandozeile Parameter einlesen. Ja, da können Sie irgendwie Ihre Chartdatei starten mit minus C für keine Ahnung, was auch immer der Parameter sein soll. Können dann irgendwelche Werte mitgeben, die können Sie dann im Programm anwenden. Sie sollten das eben für hier so gegebene Parameter machen, beziehungsweise die hatten wir auch schon im Code vorgegeben. Was Sie zuerst machen sollten, also das, was hier steht, mussten Sie nicht machen, das hatten wir in der POM-Datei für Sie vorbereitet. Dürfen Sie auch schon gesehen haben, wenn Sie selber JUnit oder irgendwas eingebunden haben. Was Sie aber machen sollten, damit sich das Ganze später bequemer starten lässt, Sie sollten diese ganzen Abhängigkeiten, die es da gibt, eben in den Klassenpfad eintragen, damit Sie das nicht beim Aufruf in der Konsole noch eintippen müssen. Dazu sind zwei Schritte notwendig. Zum einen müssen Sie diese ganzen Abhängigkeiten erstmal in bestimmten Ordner kopieren. Zum anderen müssen Sie dann sagen, naja, alles, was du da in dem Ordner findest, füge den bitte zum Klassenpfad hinzu, dann läuft das Ganze. Ich glaube, wir hatten nur geschrieben, Sie sollen es in das Verzeichnis Target kopieren. Meistens haben wir es in Target Lib kopiert, damit man halt in einem Ordner schön alle Libraries drin hat. Wer es gemacht hat, gut. Wer es nicht gemacht hat, naja, macht nichts, solange es funktioniert. Wie macht man das Ganze? Wir hatten gesagt, Sie müssen dazu eben dieses Maven Jar Plugin anpassen. Kann man sich relativ leicht ergoogeln, erbingen, erduckduckgoen. Und dann müssen Sie eben dieses Add Class Path to einsetzen. Und Sie müssen halt sagen, wo finde ich die jetzt? Naja, im Lib-Unterordner. Dann sucht er jetzt dort in diesem Lib-Unterordner nach Bibliotheken und fügt die dem Klassenpfad hinzu. Jetzt sind da natürlich erstmal keine drin. Genau, es wird ein Eintrag in diese Manifestdatei gemacht, der eben alle Dateien hier findet in diesen Klassenpfad. Sie sehen, überall ist jetzt dieses Lib als Prefix gesetzt und dort sucht er eben die Dateien. Was jetzt halt noch fehlt, sind die Dateien, die sind jetzt noch nicht drin. Da hatten wir gesagt, Sie müssen das Maven Dependency Plugin verwenden, oder Sie können und sollten es verwenden, weil das hat so ein Goal, das Sie ausführen können. Copy Dependencies, das sorgt einfach dafür, dass es beispielsweise in dieser Package-Phase, wenn Sie Maven Package aufrufen, dass es dann eben diese ganzen Abhängigkeiten irgendwo hin kopiert. Wohin? Das können Sie in diesem Konfigurationsblock setzen. Das sind mehr oder weniger, also das obere braun sind, das zweite ist schön zu haben. Im oberen Fall müssen Sie sagen, ja, wo muss das Ganze hin? Das heißt, Sie müssen so eine Output Directory definieren. In unserem Fall würde man das Target Lib nehmen. Target bekommen Sie über diese Variable geliefert und dann können Sie halt noch, wenn Sie wollen, einen Unterordner angeben. Dieses untere macht Sinn, wenn Sie nicht unbedingt alle Dependencies ausliefern wollen. Beispielsweise brauchen Sie zum Testen JUnit. Der Kunde braucht später wahrscheinlich kein JUnit, weil er möchte ja nur Ihre Software ausführen. Das heißt, Sie können hier noch so einen Scope angeben. Sie können bei jeder Dependency sagen, okay, ich benötige eine Dependency JUnit, aber nur für die Testphase. Dann können Sie hier jetzt sagen, okay, kopiere nicht alles in diesen Ordner, sondern kopiere nur das, was du zur Runtime, zur Laufzeit oder zum Bauen brauchst. Und alles andere nicht. In dem Fall würde jetzt JUnit nicht mitkopiert werden, wenn Sie das einbauen. Für Ihren Ausdruck. Dann hatten wir noch gesagt, Sie sollen eine Abhängigkeit zu Ihrem Geometry-File oder Datei-File, Überschrift noch falsch. ja, Copy and Paste von letztem Jahr. Also sollten Sie noch Ihre eigene Abhängigkeit reinmachen. Sieht dann so aus wie in Aufgabe 4. Wenn Sie das nicht machen, wird automatisch die Musterlösung verwendet. Geht auch, aber ich denke, das ist ein geschenkter Zettelpunkt oder was wir da gegeben haben. Können Sie mitnehmen.
So, allgemein, jetzt kommen wir endlich zum inhaltlichen Teil. Was sollten Sie machen? Zwei Dinge sollten Sie machen: Original- und Wasserzeichenbild einlesen, Wasserzeichen auf das Originalbild anwenden, das resultierende Ausgabebild schreiben. Einiges von dem, was Sie hier sehen, haben Sie schon vorgegeben gehabt. Dieses Do-Command-Line-Parsing ist eine Methode, die eben die Argumente einliest, die Sie beim Aufruf über die Konsole der Main-Methode bekommen. Was Sie dann machen sollten: Sie sollten erstmal überprüfen, ob es diese optionale Option Anzahl der Wasserzeichen pro horizontaler Zeile, ob die überhaupt vom Benutzer angegeben wurde. Das war dieses mit N, kann er diese Option setzen, wenn er möchte. Wenn er sie nicht setzt, dann wird standardmäßig der Wert 5 genommen. Wer kennt diese Schreibweise mit diesem Fragezeichen und diesem Doppelpunkt? Ja, doch schon ein paar. Ein paar habe ich gerade geweckt. Aufs Handy oder auf dem Laptop. Ja, Laptop. Ein paar sind gerade auch richtig aufgeschreckt. Aber finde ich schön. Kommt ja bald die nächste Vorlesung vielleicht. Also das ist einfach nur eine Kurzschreibweise für, wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, dann führt das nach dem Fragezeichen aus. Ansonsten führt das nach dem Doppelpunkt aus. Also im Endeffekt so ein if-else, wenn Sie so wollen. Also was steht da? Wenn es diese Option gibt, diese Anzahl der Watermarks per Row, dann parse die, also man bekommt es ja dann als Zeichenkette, als String übergeben, macht daraus einen Integer, damit ich weiterarbeiten kann. Also dann liest die auch aus. Und falls nicht, ja, dann nimm halt irgendeinen Default-Wert, den wir oben definiert haben, den man hier jetzt auf der Folie nicht sieht. Das ist dieser Wert 5 und arbeite weiter. Das ist einfach nur eine Kurzschreibweise für if-else. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier in diesem Watermarks per Row die Anzahl, die wir haben wollen und können dann weiterschauen. Was wir hier noch gemacht haben, naja, der Benutzer kann auch sagen, ich hätte gern minus 3 Watermarks per Row. Wäre jetzt ein bisschen blöd, könnte er aber machen. Das heißt, wir sind hier nochmal gezwungen zu schauen, ist es auch ein gültiger, sinnvoller Wert, den er da verwendet hat oder nicht. Wenn es keiner war, dann brauchen wir eigentlich auch nicht weitermachen an dieser Stelle. Gut. Lassen Sie sich von diesem Ensure-File nicht verwirren. Das ist eine kleine Hilfsmethode, die wir auf der nächsten Seite Ihnen vorstellen. Müssen Sie so nicht machen. Sorgt einfach nur dafür, dass eben hier dieser, also man kann ja das Originalbild und das Watermarkbild als Parameter angeben, dass hier eben so ein neues File-Element erstellt wird. Unsere Methode macht einfach das, was es machen soll. Es guckt nach, ist die Datei da? Wenn ja, dann öffne die und gib sie zurück. Wenn nicht, schau an, ob ich eine neue Datei anlegen soll. Also in dem Fall, hier unten macht es mehr Sinn, wenn wir eine Output-Datei, also eine Datei, in die wir später das Bild reinschreiben wollen, wenn wir die anlegen wollen und die gibt es schon, dann möchten wir die bestehende vielleicht überschreiben. Also dann soll er mir die bestehende Datei öffnen, damit ich da das Ding überschreiben kann. Wenn nicht, sage ich, okay, du hast die Erlaubnis, eine neue Datei anzulegen. Müssen Sie nicht so machen. Das ist jetzt einfach nur von uns ein bisschen Zucker, weil wir gut motiviert waren anscheinend. Gut, also Sie öffnen die beiden Dateien, das Originalbild und das Wasserzeichenbild, lesen die da ein und dann bereiten Sie auch die Datei fürs Output vor. Natürlich kann es da zu Fehlern kommen, wenn die nicht existieren. Gut, nächste Folie sieht man diese Hilfsmethode. Wie schon gesagt, macht nicht wirklich viel. Ich sage, welches Bild ich öffnen will. Wenn das Bild schon existiert, ja, dann kriege ich das Bild. Wenn nicht, wird geschaut, soll ich denn dann eine neue Datei anlegen? Wenn ja, dann mache ich halt eine neue Datei. Wenn nein, gibt es halt eine Exception. Wie schon gesagt, Sie können das aber auch, hier unten haben wir es, Sie können es aber auch ganz einfach mit New File und dann Öffne halt machen. Dann kann es natürlich hier an der Stelle zu einer IO-Exception kommen, wenn es die Datei irgendwie nicht gibt oder wenn er die nicht finden, also wenn er die nicht finden kann oder so etwas. Also so können Sie es auch schreiben. So, jetzt aber wirklich zum spannenden Teil. Wie soll das Ganze hier gestartet werden? Naja, Sie brauchen erst so ein Wasserzeichen-Zulieferer, den Sie initialisieren müssen. Dem übergeben Sie halt eben dieses Wasserzeichen. Wenn Sie den haben, dann können Sie auch diesen Wasserzeichner initialisieren. Der braucht ja wiederum diesen Zulieferer in der Implementierung. Und dann müssen Sie diesen Wasserzeichner ausführen. Das heißt, Sie übergeben ihm einfach das Inputbild und sagen eben so und jetzt nehmen diesen Wert, den wir vorher ausgelesen oder gesetzt haben, macht das Ganze 5-mal. Dann haben Sie so ein Buffered Image, das Sie zurückbekommen. Das möchten Sie jetzt nur in die Datei reinschreiben. Dann sind Sie fertig. Reinschreiben in die Datei sieht dann so aus. Sie haben hier ja dieses Output schon angelegt. Output ist diese Datei, die Sie geöffnet haben zum Schreiben. Da schreiben Sie das jetzt einfach
Nein, dann sind Sie an der Stelle auch fertig. Haben Sie Fragen zur Aufgabe 5? Nee, zumindest keine. Dann gab es noch eine Bonusaufgabe, Aufgabe 6. Da sollten Sie das Ganze noch ein bisschen erweitern. Sie sollten einen neuen Konstruktor erstellen, der einen boolschen Parameter zur Bestimmung des Modus besitzt. Sie möchten jetzt auch sagen können, ich möchte jetzt keinen Graustufenfilter verwenden. Und dann müssten Sie halt von außen sagen können, wenn ich jetzt minus C angebe, dann soll halt das Ganze farbig sein, kein Graustufenfilter. Ansonsten will ich den benutzen. Sie sehen hier auch schon die Änderungen farblich hervorgehoben. Sie haben gesagt, Sie sollen einen neuen Konstruktor machen. Das heißt, Sie machen jetzt hier diesen zusätzlichen Parameter hin. Plus GS-Filter, ja oder nein, können Sie dann übergeben. Wird natürlich irgendwo gespeichert. Das könnte hier oben sein. Wir haben irgendwo geschrieben, standardmäßig soll das auf True gesetzt sein. Können Sie entweder gleich da oben reinschreiben oder Sie ändern Ihren bestehenden Standardkonstruktor, Standardkonstruktor, Ihren bestehenden Konstruktor und setzen dort halt das Ganze immer auf True. Sprich, wenn jemand nicht diesen Konstruktor mit den beiden Werten aufruft, sondern wie bisher den mit nur diesem Buffered Image, dann wird halt automatisch auf True gesetzt. Wie auch immer, es bleibt Ihnen überlassen. Auf jeden Fall sollte halt irgendwo gesetzt werden, ob das Ganze verwendet werden soll oder nicht. Und wenn Sie dann in dieser GetWatermark-Methode an die Stelle kommen, an der bisher dieser Graustufenfilter angewendet wurde, muss dann halt überprüft werden, haben Sie das Ding jetzt auf, also soll ich das jetzt benutzen oder möchte ich doch lieber ein farbiges Bild haben, dann lasse ich den Graustufenfilter weg. Wenn dem hier so sein sollte, dann mache ich halt diesen Filter, wende den an. Falls nicht, ja, dann lasse ich es halt eben einfach sein. Gut, was Sie noch machen sollten oder konnten, wenn Sie diese Bonusaufgabe lösen wollten, Sie sollten einen weiteren Parameter hinzufügen, Parameter C, Angabe, ob das verwendete Wasserzeichen farbig sein soll. Dem Ganzen jetzt vorgegriffen? Okay. Also, das ist hier dieser Parameter C. Den können Sie einfach wie diese ganzen anderen Parameter entsprechend dazu machen. Also hier drüber stehen ja schon diese ganzen anderen Parameter, da fügen Sie jetzt halt den neuen hinzu. Da müssen Sie irgendwann mal abfragen, wurde diese Option gesetzt? Diese Option, die Sie hier unten hinzufügen müssen, da können Sie hier in diesem False-Parameter sagen, dass Sie kein Argument erwarten. Also wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt eine Input-Datei angeben wollen, dann müssen Sie irgendwie minus i für Input und dann muss ja ein Dateiname kommen. In dem Fall möchten Sie nur ein Minus C haben und dann möchten Sie ja danach kein weiteres Argument haben. Das ist hier dieses False. Also können Sie hier oben abfragen, wurde dieses Minus C gesetzt? Ja oder nein? Jetzt muss man hier aufpassen, wenn Sie jetzt diesen Image Watermark Supplier aufrufen. Sie sehen schon dieses Ausrufezeichen. Das dreht einfach diese boolsche Variable um. Ja, also das heißt, wenn hier oben jemand minus C angibt, dann möchte er ein farbiges Bild haben. Das heißt, Sie möchten dann nicht den Graustufenfilter haben. Das heißt, Sie müssen dann quasi hier diese boolsche Variable drehen. Können Sie aber auch anders implementieren. Ja, und die letzte Aufgabe, die C, da ging es darum, dass Sie noch ein Patch erstellen. Das habe ich jetzt nicht mehr auf der Folie drauf, das haben Sie schon gemacht. Gibt es einen Git-Befehl dazu, Git-Format-Patch, und dann können Sie sagen, minus 1, aus dem letzten Commit möchte ich ein Patch machen. Konnten Sie den einbuchen. Haben Sie noch Fragen zur Bonusaufgabe? Andere Frage, wer hat denn diese Bonusaufgabe überhaupt gemacht? Okay. Ah, so vereinzelt sind da ein paar dabei. Ja, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.